Jo, liebe Leute, mein Name ist Yves und herzlich willkommen zu einem weiteren Horas VGC-Part. Und ja, das Team bleibt das gleiche. Im Moment läuft es ja eigentlich, finde ich, immer noch recht gut. Und das Team bleibt das gleiche bleiben. Ich hoffe, euch hat gestern der FFA-Part gefallen. Das war jetzt der zweite Teil. Wenn ihr öfter solche FFA-Parts sehen wollt, schreibt mal in die Kommis. Dann nehme ich auch gerne mal welche auf. Und schreibt mal, mit wem ihr gerne so einen FFA-Part sehen würdet. Schreibt das mal auch in die Kommis so, vielleicht habt ihr ein paar Vorschläge, wer mal im FFA-Part dabei sein soll wieder. Oder wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt es auch einfach mal drunter. Vielleicht kriegen wir ja viel zusammen und wir spielen jetzt gegen, okay, Wayne in 1707. Und das Team gefällt mir schon mal gar nicht. Wir haben hier den Metacross. Und ja, Heatwim haben wir selber auch dabei. Gefällt mir gerade gar nicht. Offensichtlichste Lied ist eigentlich für ihn Elfen draußen zu haben. Aus dem Anfang und der Elfen bringt den Rückenwind. Und ja, ist die Frage, ob wir das predicten. Und wir mit unserem. Ja, wir lieben mit Heatwim und mit Lando. Wir könnten auch mit Melotic lieben. Also von daher können wir auch mit Mammutel lieben. Weil es dann, er wird First Turn rausgenommen. Nehmen unser Gastrodon mit, weil er kann mit Heatwim nichts gegen unser Gastrodon machen. Er kann mit Elixir-Zabra, kann er auch nichts gegen unser Gastrodon machen. Melotic erst recht nicht. Und wir können 1100 treffen. Melo, also Gastrodon ist hier wirklich ein Mond, was uns hier sehr viele Mons rausnehmen kann. Ist die Frage, ob wir Lando mitnehmen oder Zubiris. Weil Hutsasser würde ich hier nicht mitnehmen, weil es durch Zenkopfschutz hart getroffen wird. Es kann durch Eisstrahl hart getroffen werden. Es kriegt hier die Heatwave ab. Also, nicht gerade so vom Vorteil, aber ich glaube, wir spielen besser, wenn wir Lando mitnehmen. Weil wir dann auch nochmal mit einem U-Turn rauswechseln können. Und wenn er jetzt, wie gesagt, nicht Melotic spielen sollte am Anfang, können wir gleich Lando reinbringen. Und mit Heatwave können wir safe gehen für eine Heatwave. Mit Mammutel können wir für einen Eishagel gehen, wenn er Lando drin hat. Ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir es gut rausnehmen können dann. Gut, dann wollen wir mal gucken, was er machen wird. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat der letzte Part gefallen. Mal schauen. Aber 1700 ist nicht so schlecht. Ganz und gar nicht. Auf jeden Fall schön die Pokémon-Musik. Okay, mit was liegt er? Also wie gesagt, ich tippe mal auf Elfen und auf Melotic. Nice. Also genau, wie gesagt, Lando in der Hinterhand, damit sind wir auf jeden Fall safe. Haben unser Heatwim jetzt draußen. Jetzt ist nur die Frage, was lassen wir drin? Ich würde ja auf Heatwim gehen für eine Hitzewelle und würde Mammutel rausnehmen wegen Gastrodon. Weil mit einer Hitzewelle können wir hier auf jeden Fall wir wechseln mit Heatwim raus. Wir wechseln mit Heatwim raus und gehen dann auf Gastrodon und gehen für einen Eiszapfhagel. Weil, wie gesagt, es würde gut treffen. Und wir können ihn danach mit einem Eisspeer rausnehmen. Okay. Weil ich habe irgendwie die Befürchtung, dass er selber auch sein Heatwim dabei hat. Und deswegen hier, ich sag mal, auch relativ safe gehen kann. Und er bringt hier erstmal den Rückenwind raus. War ziemlich obvious, ja. Ist nur die Frage, ob er jetzt, wie gesagt, ein Siedewasser geklickt hat. Ich gehe mal davon aus. Und mit Eiszapfhagel treffen wir Elfen auf jeden Fall ziemlich hart. Ich weiß nur nicht, ob wir es rausnehmen können. Müsste für ein Turret aber. Das macht richtig guten Damage. Richtig guten Damage. Jetzt können wir eigentlich für einen Eiszapfhagel gehen. Und Melotic geht auf ein Siedewasser. Nice. Hallo, Gastrodon. Ich liebe diese Fähigkeit einfach, ne? Ich liebe sie. Und wir können jetzt auch auf ein Siedewasser gehen, auf Melo. Gehen für einen Eissplitter auf Elfun. Weil Elfun wird raus sein, definitiv. Und er kann uns nichts machen. Elfun, wir haben die Prio-Attacke mit Mammutel. Wie gesagt, mit einem Eiserhagel können wir hier Elfun First Turn rausnehmen und gehen einfach um Siedewasser, weil Siedewasser jetzt Step ist. Und ich gehe mal davon aus, vielleicht kriegen wir den Burn. Wieso sollten wir nicht angreifen? Also bitte. Aber okay, ist nicht so schlimm. Kommt uns eigentlich auch ganz gelegen. Er kann vielleicht nur mit Eissturm oder Eisstrahl angreifen. Mal gucken, was er hat. Ich gehe mal wahrscheinlich in Eisstrahl. Ein Eissturm. Und das macht natürlich so gut wie gar kein Damage. Initiative sinkt. Mal gucken, ob er jetzt Lando dabei hat.
Ich hoffe natürlich jetzt nicht. Kriegen wir den Burn? Nein. Und was aktiviert sich jetzt für eine Bäre? Erhöht die Spezialverteidigung. Okay. Okay. Im Moment ist es ja nicht so schlecht. Elfen ist draußen. Rückenwind kann er nicht normal bringen. Er bringt jetzt Metacross rein. Und ich gehe mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass er auf den Zenkopf gehen wird. Wir treffen ihn eigentlich mit Erdkräfte ziemlich hart und würde mit Mammutier rauswechseln auf Dementeros. Wir kriegen zwar den Eissturm ab, aber wir müssen, wie gesagt, den Angriff ein bisschen senken. Aber er hat Neutralo draußen, von daher wird uns das nicht so viel bringen. Wir gehen auf Heatwim. Weil er wechselt Milotic raus. Nice. Okay, nice. Richtig gut. Er geht auf Lando. Und damit können wir gleich unser Bedroher 2 Runden rausbringen. Ich tippe eigentlich, wir müssten eigentlich ziemlich hart treffen mit unseren Erdkräften. Wir müssten echt gut treffen können. Ich glaube nicht, dass uns ein Zenkopfschuss rausnehmen wird. Er könnte natürlich ein Erdbeben drauf haben, aber ja, wäre obvious. Mist. Da habe ich jetzt nicht gedacht, dass er Lando reinruft wegen Erdbeben. Weil er beide Monster treffen will. Dann wird auf jeden Fall. Nee, er geht doch auf den Zinkopfschuss. Und bitte jetzt kein Flinch. Bitte kein Flinch. Nice, Gastrodon. Wir lieben dich. Und damit nehmen wir auf jeden Fall seinen Metacross raus. Und er steht hier nur noch mit Milotic und mit Lando. Und ich würde sagen, wir bringen jetzt erstmal unseren Bedroher raus. Aber wir haben immer noch den Verhöhner. Das ist für mich so ein kleiner Nachteil. Aber nein, wir geben nicht auf. Wir haben immer noch den Verhöhner drauf. Problem ist, er wird uns jetzt double tagen. Das heißt, er geht wahrscheinlich für einen Steinhagel oder für, vielleicht auch für ein Erdbeben. Deswegen würde ich gerne auf Lando gehen. Bleibe mit Heatwim drin, weil wir müssten es dann eigentlich überleben. Und würde gerne für eine Hitzewelle gehen, damit wir Lando auf jeden Fall in der nächsten Runde rausnehmen können mit einem Eisspeer. Und Heatwim kann hier ruhig sterben an dieser Stelle. Er hat seinen Job erfüllt. Und das ist jetzt ein kleiner Nachteil. Da habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Aber das ist nicht schlimm. Melotic geht auf Protect. Kann es machen. Er geht für ein Erdbeben. Zeigt keine Wirkung auf unserem Melo. Und wir müssen jetzt auch eigentlich jetzt gleich unser Dings ausgestallt sein. Den Rückenwind. Müsste eigentlich auch gleich enden. Und er endet natürlich. Nice. Und ich würde sagen, wir bringen jetzt unser Mammoth-Swine rein. Und gehen für einen Eisspeer, der ihn eigentlich first hin rausnehmen müsste. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber da wird kein Bedroher drin haben. Gehen wir einfach mal davon aus. Wir gehen auf Gastrodon wieder mit unserem Lando. Gehen auf einen Eissplitter. Und müssen es jetzt eigentlich, wie gesagt, rausnehmen. Und dann kümmern wir uns um Milotic. Dann haben wir das Game eigentlich ziemlich safe in der Tasche. Und können uns kann ja eigentlich nicht mehr so viel passieren. Aber wie gesagt, Milotic mit Unbeugsamkeit dürfen wir jetzt auch nicht unterschätzen. Aber er muss hier für ein Siedewasser gehen, weil Eissturm macht einfach zu wenig Damage. Und wenn er hier noch auf dem Erdbeben gegangen ist, okay. Aber wie gesagt, ein Eissplitter müsste ihn First Turn rausnehmen. Also deswegen haben wir da keine Probleme mehr. Jetzt steht nur noch Melo da und er wird vielleicht auf dem Siedewasser gegangen sein. Wer weiß. Ne, er ging für einen Eissturm. War auch ziemlich obvious. Und wie viel macht es? So, und wir müssen hier unser Gastrodon noch ein bisschen behalten. Deswegen würde ich jetzt auf ein Protect gehen. Gehe hier auf ein Erdbeben. Und wie gesagt, damit schützen wir uns selber, können mit Gastrodon noch eine Runde rumspielen. Und er ist schneller. Also von daher mache ich mir da keine großen Sorgen. Wir kriegen noch einmal den Eissturm ab und ich weiß nicht, reicht das für ein Turret? Oh ja, nice, der reicht locker für ein Turret. Und
jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt auf Lando oder bleiben wir drinne und riskieren hier wirklich nochmal was? Ne, wir bleiben drinne. Und spielen auf einen, auf die Erdkräfte und auf Kraftkoloss. Weil, wie gesagt, Erdbeben ist, wenn wir noch überleben sollen mit unserem Gast oder mit einem KP. Und er geht auf eine Genesung. Finde ich jetzt nicht so schön, weil er uns, glaube ich, wenn wir vier Pech haben, wirklich ausdauern kann. Aber das macht sehr guten Damage. Also, hallo! So, und jetzt kriegen wir hier noch unsere Erdkräfte durch. Und ich bitte, bitte reicht, damit wir es rausnehmen können. Und, es reicht nicht. Aber wir haben Eisspeer drauf, damit müssen wir es rausnehmen. Aber damit müssen wir es trotzdem rausnehmen. Also ein Eisspeer müsste ausreichen, bitte. Wir haben Live-Orb, es muss ausreichen. Wir können jetzt nicht mit einem KP oder so über. Und es reicht aus. Sauber, damit haben wir einen Typen geschlagen, der bei 1700 steht. Richtig gut. Richtig gut, Leute. Und unsere Mammut überlebt noch. Gastrodon bleibt ja auch noch an dem. Und ich sag mal, Gastrodon hat hier uns wirklich das Game ein bisschen gerettet. Ein Hoch auf Gastrodon. Ein Hoch auf Gastrodon. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, bewertet den Part. Lasst einen Daumen da. Würde ich mich selber freuen. Wenn euch auch die Musik im Hintergrund gefallen hat von Rot und Blau damals aus der ersten Generation. Lasst auch deswegen eine positive Bewertung da. Würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Da-dum-da-dum.